Ja, hallo, ich bin's, der Achim, und ja, wie ihr seht, bin ich hier alleine. Der Junit, der ist oben am Arbeiten, da ist viel los und deswegen musste ich ausweichen hier unten in den Bierkeller vom Biercafé West. Es gibt schlechtere Orte, glaube ich, erst recht, wenn man mich hier einschließt. Ja, dann kann ich zumindest überleben, glaube ich. Nichtsdestotrotz, also haben wir mal eine besondere Folge. Nur ich alleine und ich habe auch ein besonderes Thema, was mir ein bisschen am Herzen liegt. Na gut, übertreiben wir es nicht so. Ich habe drei Biere aus Estland dabei. Und wie vielleicht jemand weiß oder vielleicht mitbekommen hat, der mir digital folgt, bin ich estnischer digitaler Staatsbürger geworden letztes Jahr. Und von daher liegt es mir am Herzen, estnisches Bier natürlich zu trinken. Ich würde es so oder so trinken. Was haben wir denn hier? Das ist die Tanka Brewery. Die ist, wie gesagt, aus Estland, in der Nähe von Tallinn, die Hauptstadt. Ganz witzig eigentlich, die haben ihren Namen Tanka auf den Flaschen, auf den Deckeln drauf. Also man kann halt mit den verschiedenen Buchstaben den Brauereinamen nachbauen. Ja. Ich habe hier ein T, ein N und ein K. Ich habe die Biere im Biermuda in Bochum gekauft beim Max. Der hatte, glaube ich, fast alles von denen am Start. Ich bin da, glaube ich, hinterher mit 9 oder 10 oder 11 Flaschen raus, mit einem kompletten Karton voll. Alles unterschiedliche Biere. Ich habe mir einfach mal drei rausgepickt, darunter ein Sauerbier. Das mag der Junit eh nicht, deswegen wird er auch nicht sauer sein, wenn ich die hier schon mal trinke. Ich habe aber noch, also sind halt alle in den Standardflaschen drin, aber eine ist eher in so einer, weiß ich nicht, hier, Schickimicki-Flasche drin, so Mini-Piccolo-Teil. Das ist auch ein Sauerbier. Das werde ich extra noch verwahren für eine der nächsten Folgen. Hauptsache, dass es nicht abgelaufen ist und das bringe ich mit. Das kann der Junit dann auch mal genießen. Wird ihm nicht schmecken, das weiß ich, aber ja, für den Spaß machen wir das. Also, was habe ich denn mal hier? Ich habe hier das Tanka Folk, ein Vienna Lager. Ja, Vienna Lager, 5%, IBU 22. Ich rechne mal mit einem relativ stabilen, normalen Bier. Lagerbier halt. Dann haben wir hier eine Gose, ein Sauerbier. Das ist eben entsprechend das, was ich eigentlich sehr gerne trinke. 6%, 11 IBU. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung sauer das gehen soll. Ich bin gespannt. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Porter. Das mag ich ja auch sehr gern. Black Stockings. Also insgesamt habe ich, glaube ich, von der Tanka Brauerei, glaube ich, drei oder vier Porter oder Stouts gehabt, also sehr viel auch in die Richtung. Ja, 6,5%, IBU 30. Sole. Ich würde sagen, ja, wir sind ja hier nicht zum Spaß. Wir wollen ja Bier trinken. Und also ich will Bier trinken. Und ja, ich probiere jetzt einfach mal das erste Bier aus. Das ist eben das Tanka Folk, das Vienna Lager. Und bin mal gespannt. Ups. Das hat sich schon mal gelohnt. So, ist aber ganz egal, wie gesagt, wir sind ja hier im Bierkeller. Da kann man auch mal ein bisschen hier Dreck machen oder Wasser oder hier Bier auskippen. Das gehört irgendwie dazu. Ihr seht auch, ich habe das alles ein bisschen hier so zusammengebaut. Wir haben hier ein paar Bierkisten hingepackt, ein paar Hölzer drauf. Es muss alles funktionieren. Und ich sitze auf einem Bierfass, was auf einer Kiste steht. Also es ist eine gute Chance, dass das unter meinem Gewicht vielleicht auch nochmal zusammenkracht. Dann haben wir, glaube ich, hier noch alles Spaß im Video. Und dann haben wir eine ordentliche Sauerei. So, das Vienna Lager ist eher hier so rötlich getönt. Machen wir auch nicht groß Heckmeck. Riechen ist ja eh nicht so meine Stärke, aber riecht schon ein bisschen fruchtig, wie ich finde. Mal gucken, ob man das verifizieren kann. Ja, viel steht nicht drauf. Dann probieren wir es einfach mal. Also schmecken tut es auf keinen Fall fruchtig. Also es riecht fruchtiger, als es schmeckt. Also in meiner ja, naivlichen Bewertungsskala würde ich es halt stabil nennen. Das ist ein stinknormales, stabiles Lager. Das kann man eigentlich gut runtertrinken. Ein bisschen herber. Also kann man auf jeden Fall, glaube ich, Frühling, Sommer, kann man das sich gut und gerne ja, mal gönnen. Ich glaube, das wird dem Junit auch geschmecken.
hier vorne hin. So, ich klebe auch total von dem Zeugs. Dadurch, dass ich auch heute hier alleine trinken muss oder darf, man kann es ja auch als Chance ansehen, überlege ich mal nicht alle Gläser mir direkt weg hier wegzukippen, sondern einfach mal die Hälfte zu trinken wie normal und dann mal stehen lassen und am Ende nochmal durchrotieren. Das ist mal eine ganz andere Variante, denn man sagt ja immer, man soll nicht mit den starken Bieren beginnen, also sprich nicht die dunklen, starken, weil dann schmecken die ersten wieder gar nicht oder ganz anders und das machen wir jetzt einfach mal. Das Bier muss ja irgendwo hin. Denn ich habe mir auch den Luxus gegönnt und mir ein paar Gläser von oben noch abgestaubt. Letztes Mal haben wir uns ja mal ein Glas geteilt, jeder. Und immer nachgeschüttet, was jetzt auch nicht so super optimal ist. Da müssen wir definitiv noch dran optimieren. Aber während ich das noch so nebenbei trinke, was ich immer noch für ein solides Bier halte und ich auch bewerten sollte, das werde ich nämlich jetzt auch mal machen bei Untappd. Wie ihr wisst, machen wir das ja immer. Und wir sind ja auch bei Untappd hier mit dem Biercafé, also von daher folgt uns da gerne oder befreundet mich auf Untappd, wenn er mich da findet. Ich bin ja relativ einfach unter meinem Namen zu finden und wir gucken mal hier, wie das Bier hier abschneidet. Wie gesagt, wir sind hier im Keller, das heißt Verbindung ist auch so semi. Er sucht. Er sucht Gefühl schon zu lange. Geben wir ihm nochmal eine Chance. Ja, meine Internetverbindung scheint zu langsam zu sein. Okay, ich würde einfach sagen, wir probieren das am Ende nochmal. Vielleicht haben wir dann wieder ein bisschen mehr Glück mit der Verbindung. Vorhin konnte ich mich zumindest schon mal kurz verbinden. Und ich mache mit meinem Plan weiter und nehme jetzt die Gose. Also, Gose, Sauerbier, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist wirklich polarisierend. Letztens war ich auch in der Kraft für Bar, da hat sich einer, weil er einfach was haben wollte, was Verrücktes, sich eine Gose rausgesucht. Und da hat der Hendrik, der Chef der Bar vom Büro in Berlin war das, da hat er noch gesagt, Kollege, lass das mal sein, das ist vielleicht nicht ein guter Start ins Thema Kraftbier. Und da bin ich ja durchaus bei ihm. Eine Gose ist halt schon polarisierend und hat gefühlt für viele Leute wenig mit Bier zu tun. Und ist ein bisschen trüb. Goldtrüb. Riecht leicht säuerlich auch. Ja, probieren wir es. Ist auch gar nicht so sauer. Also hat so einen ganz leichten säuerlichen Geschmack. Also finde ich eine sehr einsteigerfreundliche Gose, würde ich mal sagen. Also definitiv. Ich glaube, das wird den normalen Biertrinker zwar trotzdem verwirren, weil es jetzt wirklich nicht ein klassisches Bier ist, aber es ist auch nicht so polarisierend, dass man sagt, ui, das ist nichts für mich. So. Und wie gesagt, habe ich ja am Anfang schon gesagt, 6%, IBU 11. So, ich stelle die auch mal so hin, wie wir sie hier trinken. Und eine Gose generell finde ich persönlich super, für wenn es warm ist draußen. Also ich möchte das nicht unbedingt ein Erfrischungsgetränk nennen, aber geht für mich schon so in die Richtung. So, ich glaube, hinterher haben wir sogar hier mit dem dunklen, schönen Schwarz-Rot-Gold hier aufgebaut. Und deswegen machen wir mal direkt das Black Stockings von Mr. Porter. Black Stockings sind hier, glaube ich, Netzstrümpfe, schwarze Netzstrümpfe. Und deswegen das Etikett. Es hat halt auch so schwarze Netzstrümpfe auf lila Haut, sag ich mal. Naja. Ja, dunkel, wie man es erwartet, logischerweise. Sehr starke Schaumbildung.
Aber wir haben ja schon beim ersten gesehen, wie es ja überschäumt hat. Es lag vielleicht auch an meinem Transport. Ja. Riecht auch ein bisschen kaffee-schokoladig. Also auch wie man es erwartet eigentlich. Ja, finde ich richtig gut. Ist schon sehr, hat so eine starke Kaffeenote. Also schokoladig, vielleicht minimalst, mehr in Richtung Kaffee. Ja, und ich glaube, also ich finde es lecker, aber ich glaube, da trinkt man auch nur eins am Abend. Obwohl mit 6,5% ja immer noch relativ überschaubar. Machen wir das Glas voll. Na komm, jetzt können wir hier auch eine ordentliche Sauerei machen. So, jetzt machen wir echt eine Sauerei. Aber ist ja egal. Der Juni sieht das ja nicht. Oder wenn er sieht, dann ist, sieht das ja erst weitaus später. Und wie ich räume ja hier hinterher auf. Wischen werde ich aber nicht. Ja. So, also ich finde die eigentlich echt alle gut. Oder wie gesagt, das Lager solide, die Gose total einsteigerfreundlich. Kann man auch jedem einfach mal geben, der was anderes probieren möchte. Und das Porter, ja echt ein. Oh, ich hab's ja gesagt. Hier passiert noch was. So. In guter Hoffnung. Ich mache mich leicht. Das Porter, da bin ich ja stehen geblieben beim schwersten Bier, da hat auch der Kasten geknackt. Ja, das Porter, total solides Porter. Wenn man das mag, ein Porter generell, Kaffeeart, Kaffeenote. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja, mein Fazit ist ja, wie gesagt, eine gute Brauerei gefällt mir sehr gut für die ersten drei Biere. Ich habe ja noch ein paar zu Hause. Wir haben bestimmt auch noch mal ein, zwei davon zurückhalten. Wie gesagt, die eine Gose auf jeden Fall für den Junet, dass wir die noch mal probieren. Und dann trinke ich mich da mal durch in den nächsten Wochen. Und wer mir auf Untappd folgt, der kann natürlich auch meine Bewertung sehen. Und wie gesagt, ich tue mich ja gerade schwer hier mit dem Einchecken wegen dem WLAN. Aber schon mal fürs Protokoll. Ich würde dem Lager ein solide 3,5 geben. Der Gose würde ich auch 3,5 geben. Und dem Porter 3,75. Finde ich alle gut über dem Durchschnitt. Ist ja so meine Bewertungsskala. Würde ich mir jede Flasche jederzeit wiederholen, wenn ich sie kaufen kann. Und von daher klare Empfehlung meinerseits. Mal gucken, was Juni dazu sagt, wenn wir vielleicht nochmal eine Flasche für ihn haben. Ob er es vielleicht auch listen will. Ist ja noch ein bisschen Platz hier im Regal. Und von daher, jetzt probiere ich nämlich nochmal durch den Rest der Biere. Und hoffe, euch hat auch mal hier eine Folge gefallen, nur mit mir. Haben wir natürlich weniger Interaktion. Kann mir keiner dumm dazwischen reden. Oder ich kann dumm dazwischen reden. Weniger Diskussion, aber ist auch mal was anderes, wenn es nicht anders geht. Denn wir wollen ja auch hier mehr machen in unserem Format. Wir haben auch schon überlegt, wenn es warm ist, draußen auch nochmal rauszugehen, draußen was zu machen. Brauereien haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Von daher, ihr werdet weiterhin den Junet und mich hier erleben können, aber ab und zu wird es auch mal ein anderes Format geben im Format. So, also nach dem Porter schmeckt die Gose noch weniger sauer. Also es ist wirklich der Klassiker, man soll eben nicht von oben nach unten trinken, sondern von unten nach oben. Und das Lager, finde ich, schmeckt immer noch relativ ähnlich. Also von daher, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich packe euch alle Infos auch noch in die Shownotes hier drunter rein. Wenn es euch gefallen hat, dann ja, abonniert, liked, kommentiert, lasst uns wissen, ob es euch gefällt. Und
Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal, hoffentlich wieder mit Junaid und bin gespannt, wo wir dann sind, ob wir oben sind, ganz woanders oder vielleicht auch zu zweit im Keller. Von daher, ich habe ja noch was zu tun. Also ich sag mal, den Porter. Prost!